Ja, einen deutlich größeren Impact hatte natürlich eine andere Konsole dieser Konsolengeneration, aber so weit sind wir noch nicht. So schnell das Spiel, und zwar Schule, Strategie, Strategiespiele. Da haben wir es. Jetzt ist der PC in einem etwas moderneren Gewand. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch gesehen habt, da war noch ein Röhrenmonitor. Jetzt haben wir einen normalen Monitor. Und Strategiespiele würde ich tatsächlich auf dem GS auch noch mitnehmen. So, das ist dann natürlich das Strategiespiel von El Tonno, Kill the Teacher. Ja, Kill the Teacher, wie der Name schon sagt. Das könnte dann eigentlich, aber der PC ist nicht gut für junge Leute. Der GS ist aber gut für junge Leute. Der PC ist eher, glaube ich, hier in der Richtung gut. Dann lasse ich mal Everyone hier als Thema. In Kill the Teacher geht es darum, dass wir einen Lehrer haben. Ich inspiriere mich hier an einem japanischen Film, dessen Namen ich leider nicht kenne. Daher handelt es von einem Lehrer, der ein soziopathischer Massenmörder ist und seine Schüler alle umbringt. Und ich inspiriere mich bei Assassination Classroom, ein Manga, wo es darum geht, dass ein mächtiges Übermonstrumwesen, was von der Regierung geschaffen wurde, den Mond zerstört hat und droht innerhalb eines Jahres die Erde ebenfalls zu zerstören, es sei denn, jemand kann ihn halt umbringen. Und er akzeptiert, dass er eine Schulklasse über dieses Jahr hinweg unterrichtet und diese Schulklasse gleichzeitig zu Assassinen, also zu Auftragsmördern ausgebildet werden, um dieses Tentakel, es hat so Tentakel halt, um dieses Überwesen, Tentakelmonstrum zu töten. Und daraus machen wir jetzt so einen kleinen Mix. Wir haben hier ein Spiel, wo die Schüler wissen, dass, wenn sie einen Fehler machen, sie von ihrem Lehrer umgebracht werden. Da er ein sehr brutaler Mensch ist, ein sehr, also ein soziopathischer Killer, der quasi seine Schüler zu Höchstleistung antreiben will und deshalb für jeden Fehler ihn mit dem Tod droht. Diese Morde werden dann quasi verheimlicht und wir müssen aber, oder wir quasi versuchen, ihn gleichermaßen zu töten, Kill the Teacher, um uns quasi dadurch zu befreien von seiner Schreckensherrschaft. Und das in einem Strategiespiel, denn man muss quasi Strategien entwickeln, dass man lernt, Attentate auf ihn versucht zu verüben, mit den anderen Mitschülern interagiert und so. Klingt alles ganz komisch, ist es auch, macht aber sau viel Fun. Verspreche ich jetzt einfach mal. Also den Kunden hier. Das wird Bombe. Wir machen das in 2D. Strategiespiele, so Top-Down-Perspektive, man sieht dann so, wie hier so in so einer von oben ISO-Perspektive, wobei ich weiß gar nicht, ist das schon, ja doch, das könnte ISO sein, sieht man halt immer so den das Klassenzimmer und dergleichen. So, dann mache ich Strategie-Story ein bisschen höher. Gameplay ist ganz wichtig, die Engine dürfte auch recht wichtig sein. Multiplayer, machen wir mal die Simple Cutscenes weg, aber lineare Story immerhin. Und Game Tutorials auf jeden Fall. Das Spiel hat auch alternative Enden. So, Magazinwerbung. Bietet einiges an spannenden Inhalten, aber es hat halt eine sehr, sehr, sehr verrückte Thematik. Wo wir wieder bei dem Thema wären, dass ich irgendwas doch genommen haben muss, dass das hier, dass mir sowas einfällt. Also, ich gebe zu, die Ideen sind schon sehr, sehr suspekt. Ich frage mich selbst auch manchmal, wie mir so die Sachen in den Sinn kommen. Wobei man merkt, ich lasse mich viel auch inspirieren von irgendwelchen anderen Konzepten und Ideen. Day of the Tentacle ist vom Markt, hat sich fast 170.000 Mal verkauft, hat 1,2 Millionen fast uns eingebracht. Ja, und wie gesagt, ich lasse mich viel von anderen Sachen inspirieren, klaue natürlich auch ein bisschen, aber heutzutage ist das normal, viel gut oder gut klauen, viel ist fast schon tatsächlich wichtiger geworden, leider, leider Gottes, als neu erfunden, irgendwas Neues zu erfinden, denn Rich Backstory nehmen wir, denn was Neues zu erfinden ist tatsächlich, das muss man zugeben, wird immer schwieriger. Es geht gefühlt jedes Spiel schon und da irgendwie mit neuen, frischen Ideen aufzutrumpfen. Ich kann verstehen, dass natürlich die Entwickler dann hingehen und
Oh, das wollte ich jetzt nicht. Und das 100. Spiel zu diesem oder jenem Thema rauszubringen, beziehungsweise auch zur bestimmten Spielreihe. Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Sequel nach dem anderen raushauen, aber in diesem Spiel wäre das auch eher wirtschaftlich gefährlich als wirklich gewinnbringend. Ein Grund, warum ich das nicht mache. So, Kenneth Brooks kriegt auch nochmal mehr Gehalt. Und jetzt schicke ich alle in den Urlaub. Dann habe ich sie wieder alle gleichzeitig im Urlaub. Ach, die Game Review für Kill the Boss. Ist ein bisschen zu kurz geraten, fanden Stargames. Eine nette Erfahrung sah Informed Gamer darin. Quirky but good schon wieder einmal von Game Hero. Und Schule und Strategie ist eine großartige Kombination. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine glatte, nee, nicht eine ganz glatte, eine 6,25 Wertung. Also da kann man nicht meckern, wirklich nicht. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Schule und Strategie tatsächlich gut ist. So, Moment, wo habe ich den Kugelschreiber? Wir wollen natürlich, während wir hier einmal quasi Game Report machen, notiere ich, dass wir dieses Spiel ebenfalls von der Agenda streichen können. Irgendwie benutze ich heute immer dieselben langweiligen Wortbegriffe, ne? Tut mir leid. Today the new game platform Mbox 360 by Mirkonov has been released. So, was haben wir denn noch? Von Seon können wir das Schul-Adventure jetzt noch umsetzen. Dann haben wir von El Torno nochmal eine Sportsimulation, Anstoß. Wie auch von Rübker, die jetzt inzwischen auch ein Alien-RPG vorgeschlagen hat. Hanami möchte natürlich Lumia 2, das Sequel von uns sehen. Dafür würde ich auf jeden Fall noch ein Engine-Upgrade erst abwarten wollen. Schule und Strategie ist eine großartige Kombination. Sound ist ziemlich wichtig für diese Art von Spiel. Gameplay sogar sehr wichtig. Ach, das ist ein bisschen wichtig, das ist sehr wichtig. Und Plattform-Genre-Mix, GS, also der, wie heißen die, Invento GS-Strategie ist gut. Und wir haben extra Einsichten. Wir sollten unser ganzes Team in die Entwicklung mit einbeziehen. Habe ich das nicht? Ach, wahrscheinlich, weil die schon so fertig waren und total, na, wie heißt es, den Urlaubsmodus schon intus hatten. Das war wahrscheinlich das Problem. So, Game Report noch für Day of the Tentacle und die dürfen dann derweil trainieren wieder. Technology. Hier einmal, oh, hier können wir ihm jetzt den Boost reindrücken. Das finde ich gut, das finde ich gut, aber da warte ich noch ein bisschen wegen dem Finanziellen. Da machen wir lieber mal Speed. So, New Insight. Looking at our past multi-platform games, it becomes clear that we should be able to drastically reduce the cost of developing a single game for multiple platforms, if we could better optimize our game engines for multi-platform development. New Research, Multiplatform Optimized. Ah, sehr interessant. Das verbessert dann wahrscheinlich die Spiele auf mehreren Plattformen. So, Training für sie gibt es im Bereich Technology. Machen wir Technology. So, ja, der Strategietrend hat uns ordentlich Geld natürlich reingebracht. Ein Small Booth auf der Game Convention, dann würde ich sagen, Horror und Action ist eine großartige Kombination. Graphics ist ziemlich wichtig für diese Art von Spiel. Plattform-Genre, Play-System 2, Action ist gut. Horror Everyone ist auch gut. Ne, hier ist sogar großartig. Trotzdem hat es nicht gereicht. Ist so, ich bin nicht zufrieden. So, Moment. Also, wir könnten Rübker, habe ich Aliens? Wir könnten Rübkers RPG und ansonsten noch ein El Torno-Spiel umsetzen. Schauen wir gleich mal. Ich warte kurz, bis die alle fertig sind. Ich kann ja hier schon mal so lugen. Aliens haben wir, super. Sport haben wir auch auf jeden Fall. Hunting, Dance, Wild West und Time Travel können wir jetzt alternativ sonst noch forschen. Aber jetzt mache ich wieder ein paar Spiele, dass wir Research Points auf jeden Fall reinkriegen. So, der Markt hat sich normalisiert. Keine starken Trends im Moment. Das Spiel hält sich aber richtig lange.
Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es überrascht mich ein bisschen. Ach, jetzt haben wir aber die G3 deswegen verpasst. Och, das ist jetzt blöd. Weil die so lange gebraucht haben, haben wir die G3 verpasst, um da quasi entwicklungsmäßig irgendwas abgreifen zu können. So Hype oder sowas. Und auch nur ein kleiner Zuwachs von, ich glaube, 10.000, 15.000 Besuchern auf der G3. Vielleicht sollte ich wirklich langsam auch in größere Stände investieren. Ach, das ist jetzt doof gewesen. Gut, Moment. Der ist Technik. Sie ist Technik, er ist Design. Ich könnte ja nochmal nach jemandem mit Design suchen. Unser Team nochmal einen Ticken erweitern. Da stecken wir dann 40.000 rein. Game Demo war, glaube ich, ein Mix. Ne? Dann nehmen wir mal Showreel. Und suchen mal nach einem weiteren Mitarbeiter. Derweil können wir ja schon mal eine Contract-Arbeit, eine kleine, annehmen. So, wen haben wir denn hier? Research, Design 287, Level 2. Hier ist jemand auf Level 1 mit 160 Design, 11.000 pro Monat, 21. Ja, das ist, dann nehme ich fast schon den Level 2er, weil so viel Unterschied ist das jetzt finanziell nicht, dass sich das nicht lohnen würde. Dann zack. Dann wird er natürlich jetzt direkt hier ins Team eingefügt, indem wir ihn einmal willkommen heißen. So, Kill the Teacher ist vom Markt. 100.000 verkaufte Einheiten, 1,3 Millionen eingenommen. Peyton Andrews. Netter Name, Peyton. So, dann machen wir jetzt natürlich ein paar Contract Works, damit die zusammen sich schweißen, damit wir hier besser zusammenarbeiten. Oh, die Zeit verfliegt ja richtig. Ach du. Ja. Puh, knapp aber geschafft. Hoi. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt noch jemand Neues dabei haben und sich das Team erst wieder so richtig zusammenraffen muss, die Produktion oder die Produktivität wieder steigern muss. In 2 Monaten wird die M-Box vom Markt genommen. In 2 Monaten wird auch der Gamesphere vom Markt genommen. Today, Nintendo has announced their bid in the next generation console market by announcing the NU. Instead of trying to compete with Microsoft and Sony on hardware strength and graphical power, Nintendo has decided to deliver a truly unique gaming experience. The NU features a controller with a built-in motion sensor, which allows players to stand front on the TV off the TV and use the controller as a counterpart to virtual objects such as a tennis racket. First playtesters were seen with huge grins on their faces. It seems to be a lot of fun. So, das Team rafft sich bitte langsam zusammen. Ich würde nämlich gern gleich was mit euch entwickeln wollen. Und da ist es ganz gut, wenn ihr so ein bisschen wieder die Teamfähigkeit zusammen hättet. So, Contracts haben wir gemacht. Dann schauen wir doch mal Publishing Deals. Was haben wir? Ein Fantasy Adventure, Mindestscore 7. Die Royalties wären natürlich ganz gut, aber so ein Adventure ist halt immer ein Dance-RPG. Oh, ihr seid... Ja gut, Strategie kam ein bisschen zu spät jetzt. Simulation für die... Wer ist für die M-Box eine Simulation? Ihr seid doch... Ihr habt doch einen Schuss weg. Boss, we would like to stage an international coding contest. I think we could all learn a lot by doing this. As an incentive, we would need a prize for the winner. 90.000. We agreed that the prize will go to charity. Should we do it? Jawohl, das tun wir, denn auf die Weise kriegen sie jetzt alle ein bisschen Erfahrung. Dafür, dass wir 90.000 bezahlt haben, werden alle besser. Und danach gibt es, glaube ich, wieder einen neuen Trainingstyp, der nochmal einen Ticken besser funktioniert. Great, we will start right away. Das lohnt sich auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht und danach gucken wir mal, was wir spieltechnisch entwickeln. Also ich hänge da teilweise wirklich, ich überlege wirklich, dass das Spiel von El Torno nochmal in Angriff zu nehmen, das zweite Spiel von ihm. M-Box is no longer supported. You've released a game for the platform and earned a total of 1,1 million and 200.000. So.
Games 4 ist no longer supported. Ja, dafür haben wir gar nichts rausgebracht. Das Ding war aber auch nicht so die interessante Konsole im Moment. Wir hatten einfach Spiele, die auf anderen Konsolen wichtiger und besser liefen. Oh, Junge, du bist ziemlich langsam dran. Er braucht noch verlange. Oh, eine starke Tendenz zu jungen Spielern. Dann habe ich doch fast die Idee. Moment, er braucht noch. Da ignoriere ich ihn jetzt erstmal. Time Travel RPG brauchen wir nicht. Nein. Movie Simulation hatten wir schon. Hatten wir. Ja, gut, man könnte natürlich ein zweites. Aber dafür müssten wir Secrets dann erst erforschen. Bis dahin ist das eh weg. Okay, gut. Wir machen ein neues Spiel. Und zwar machen wir für die junge. Für die jungen Leute machen wir das Spiel, was uns Rübka vorgeschlagen hat. Eine Alien. Ein Alien-RPG, so rum, nicht Alien-Simulation. Und zwar heißt das Ganze My Cute Little Alien Hamster. Ja, und wie der Name schon sagt, ein kleiner Alien-Hamster mit seiner Crew notlandet auf unserem Planeten und muss sich zurechtfinden in dieser sehr fremden Welt, die auch so groß noch ist. Sie versuchen quasi Einzelteile zu finden, um ihr Raumschiff zu reparieren, um dann weiter zu ihrem Heimatplaneten fliegen zu können. Und das Ganze ist natürlich in RPG-Manier. Man kämpft dann gegen verschiedene Tiere in der Umwelt. Also dann hat man zum Beispiel Katzen, Hunde oder Kröten oder sowas, die natürlich einem im Weg stehen. Man hat Bosse, das sind dann verschiedene Menschen zum Beispiel. Ein Supermarktbesitzer ist dann so ein Endboss zum Beispiel, wo man sich ein paar Elektroteile klauen will, um das Raumschiff zu reparieren. Lauter solche Geschichten. Ein süßes kleines RPG. Und da passt natürlich die Tendenz zu den jungen Leuten und der GS. Ich habe das Gefühl, das könnte echt was werden. Auf dem GS ist die 3D-Grafik schon vertreten, dann nehmen wir natürlich schöne 3D-Grafik dafür. Da sind ja die Final Fantasy Remakes gute Beispiele dafür, wie auf dem GS ein schönes Rollenspiel aussehen kann. So. Safe Game, jawohl. Multiplayer, Game Tutorials brauchen wir nicht. Engine, glaube ich, ist auch eher so ein bisschen weiter hinten dran. So. Dann entwickeln wir doch mal. Da kommt auch direkt hier die Info für die Magazine. Hype aufbauen. Er trainiert hier noch. Der braucht so lange.